Fernsehsüchtige ohne Fernseher. Bestimmt sind die ganz lieb und lassen vernünftig mit sich reden. Ich will da nicht runter. Ich will so gar nicht da runter. Okay, noch ist alles ruhig. Dass ich den Fernseher ausschalten kann, ist auch nicht beruhigend. Ist der Hut oben eigentlich ein Sammelgegenstand? Weil der sieht aus wie die Hüte. Aber ist auffällig, gell? So, kann ich denn da rein? Anscheinend nicht. Ja, eine helfende Hand brauche ich, aber nicht so eine Hand. Auf die kann ich verzichten. Ah, Moment. Ich will die ganze Zeit durch die Scheibe, aber ich kann doch wahrscheinlich... Ja, auch durch die Scheibe den Fernseher anschalten. Na dann. Ignoriert mich bitte. Guckt Fernseher. Okay, die bleiben ruhig. Die dagegen. Naja. Noch sind sie ruhig. Gell? Guten Tag, bin der neue Nachbar. Also vorausgesetzt, der Hut ist ein Sammelgegenstand. Hab ich mal wieder kein Schimmer, wie ich daran komme. Sag, wenn ich was verpasse, dann die offensichtlichen Dinge. Passiert was, wenn ich die aggressiv mache? Ich müsste zu nah ran, okay. Dann. Jetzt wollt ihr unbedingt her? Jetzt habt ihr noch einen besseren Blick auf den Fernseher, gell? Ah, beides ist kaputt. Wohin? Was war das für eine Psycho-Technik wieder? Okay. Lauf. Lauf! Ah! Was für Kräfte gibt ihn denn dieser Fernseher denn? Okay, diesmal bin ich früh genug losgelaufen. Hallo, rennst du mal bitte? Danke. Okay, geschafft. Komm, Fernseher, das ist ein Fernseher, Beruhigt euch. Die beruhigen sich nicht. Die beruhigen sich so gar nicht. Alter. Zum allerersten Mal haben die mich tatsächlich gestresst. Einzeln sind die kein Thema, aber zusammen rasten sie komplett aus. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus.
Ja! Komm, ich helfe dir. Komm schon! Komm! Komm! Nein! Six! Da kommt der schon wieder. Wo soll ich diesmal hin? Ist hier kein Versteck? Ich sehe nichts. Nein! Okay, ich schaue mich nochmal um. Zurück? Kann ich zurück? Ah, die Axt. Ich kann die aber jetzt nicht holen, okay. Okay, erst Six helfen. Der kommt extra nur für mich raus. Nein, entzieh dich. Die Axt, die Axt, die Axt, die Axt, die Axt, 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 Axt. Wahrscheinlich kann ich mit der Axt ihm nichts anhaben. Ich probiere es gar nicht erst. Wo ist eine Schrotflinte, wenn ich sie brauchen würde? Weg hier. Oh. Okay, kommt mir hier nicht nach. Er muss anscheinend auch in der Nähe von Fernsehern bleiben. So kommt es mir zumindest aktuell noch vor. Na, ist er das oder so ein Psycho-Zombie? Das ist er, oder? Ja. Komm, verschwinde einfach. Hol mir Six schon. Da kannst du dich bemühen, wie du willst. Achso, nein, 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 nein. Gib mir den Stuhl. Nein, nein, nein. Und dieser Zeitlumpeneffekt, genauso wie sonst beim Fernseher. Nein! Man muss echt sofort reagieren, sonst war es das. Jetzt sollte ich es früh genug gemacht haben. Ich bin denn endlich los. Auch hier wieder Klamotten ohne Ende. Wobei es hier keine Fernseher gibt. Also irgendwas ist seltsam hier. Ich dachte, ich bin nicht los. Halt dich bloß fern von mir. So ein Glitch. Dass er damit abkürzen kann. Nein, 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 nein.
Verdammt. Alter. Lass mich. Lass mich in Ruhe. Okay, meine Theorie mit dem Fernsehen ist natürlich damit vorbei. Nein. Renn weiter. Achso, falsch rum wahrscheinlich. Vor allem da so ein Psychoblick, gell? Dieses ganz Stumme. Lass mich endlich in Ruhe. Weg, 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 weg. Weg! Nein, nicht hängen bleiben! Und jetzt hier schnell Hebel. Irgendwas kapiere ich damit. Dass ich die Renntaste auch immer nochmal drücken muss, nachdem es geladen hat. Sonst lädt man, sonst rennt man noch nicht. Okay, das habe ich jetzt schneller hinbekommen. So, welche Richtung muss ich den Hebel jetzt denn betätigen? Okay, doch nach links. Bye bye! Immer dieser selbstzufriedene Blick. Immer dasselbe. Okay, 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 ein bisschen zu schnell. Das sah schmerzhaft aus. Geht's dir gut, Mono? Nicht besonders. 6. Meine Fernbedienung ist futsch. 6 hilft mir. Ich komme und rette dich. Sie hat mir so oft geholfen. Ich gebe nicht auf. Ich komme, Six. Wir schaffen das, komm schon. Nur noch ein kleines Stück Mono. Nur noch ein Stück. Da vorne ist der Turm. Nein! Wie kriegt er mich immer? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Wir können uns aber immer noch wehren. Komm schon, Mono. Nein.
Lass die Finger von mir. Weg mit dir. Weg mit dir. Lass mich zufrieden. Haben wir es geschafft? Wir haben die Kontrolle.